Unter dem Produktnamen Taunusbahn werden zwei Regionalbahnen im nördlichen Rhein-Main-Gebiet angeboten. Es handelt sich dabei zum einen um die RB12 Frankfurt-Königstein, zum anderen um die RB15 Bad Homburg-Brandoberndorf. Den Zugbetrieb beider Linien führt die Hessische Landesbahn, kurz HLB, durch. Jeweils ab Frankfurt-Höchst und Friedrichsdorf gehört zudem auch die Infrastruktur der HLB. Die Strecke nach Königstein ging 1902 in Betrieb und war von Anfang an in privatem Besitz. Durch eine Fusion mit mehreren anderen lokalen Bahngesellschaften entstand nach dem Zweiten Weltkrieg dort die HLB, in deren Hand die Strecke sich bis heute befindet. Die Strecke nach Brandoberndorf wurde zwischen 1895 und 1920 eröffnet und existierte ursprünglich als durchgehende Bahnstrecke Friedrichsdorf-Weilburg mit Zweigstrecke nach Wetzlar. Bis in die 80er Jahre wurden dann bis auf den Abschnitt bis Gräfenwiesbach alle Teilstrecken stillgelegt. Auch für die verbleibende Strecke plante die Bundesbahn die Stilllegung, wogegen sich jedoch die Lokalpolitik wehrte und stattdessen die Strecke durch den lokalen Zweckverband VHT übernahm, der in den folgenden Jahren die in die Jahre gekommene Infrastruktur grundlegend modernisierte und 1999 die Strecke bis Brandoberndorf verlängerte. Den Zugbetrieb übernahm 1988 die HLB, die mittlerweile auch die Infrastruktur im Auftrag des VHT betreibt. Heute verkehren die beiden Linien RB12 und RB15 größtenteils im Halbstundentakt. Die RB12 ist dabei zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Königstein unterwegs und bindet auf ihrer 26 Kilometer und 36 Minuten langen Fahrt 8 Unterwegshalte an. In Frankfurt-Höchst und Kelkheim finden dabei immer Zugkreuzungen statt. Am Sonntag sowie in den Abendstunden verkehrt die Linie nur noch im Stundentakt. Die RB15 ist im Takt- und Fahrtverlauf um einiges variabler. Meist ist sie halbstündig zwischen Bad Homburg und Gräfenwiesbach unterwegs und verkehrt stündlich weiter bis Brandoberndorf. Sonntags wird die gesamte Strecke nur stündlich bedient. Im morgendlichen Berufs- und mittäglichen Schülerverkehr wird halbstündig bis Brandoberndorf gefahren. Außerdem wird im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Gräfenwiesbach und Bad Homburg viertelstündig gefahren. Nachmittags gibt es dort einen 15-30-Minuten-Takt mit 3 Zügen innerhalb einer Stunde. Außerdem sind von Montag bis Freitag insgesamt 9 Züge im Berufsverkehr bis Frankfurt Hauptbahnhof verlängert, von wo aus sie in der Regel umsteigefrei weiter auf die RB12 durchgebunden werden. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder einzelne Züge, die bereits in Usingen enden. Die Strecke der RB15 von Bad Homburg bis Friedrichsdorf ist 42 Kilometer lang und wird in 53 Minuten zurückgelegt. Dabei werden 11 Zwischenstationen angeboten, wobei ein Teil der Züge zusätzlich auch noch in Säulberg hält. Mit Ausnahme von Hausen und Hasselborn sind dabei sämtliche Stationen Kreuzungsbahnhöfe, die je nach aktuell herrschendem Taktsystem auch immer mal wieder benutzt werden. Eingesetzt werden auf den beiden Linien der Taunusbahn Dieseltriebwagen der Baureihen 609.0 und 648. Erstere sind 32 Meter lang und bieten 92 Sitzplätze. Sie wurden ab 1987 gebaut und sind speziell für S-Bahn-ähnliche Nebenbahnverkehre konzipiert. Von ihnen besitzt die HLB 20 Stück, die sie meist mit bis zu 3, vereinzelt auch 4 aneinandergehangenen Einheiten einsetzt. Die Fahrzeuge übernehmen auf der RB12 unter der Woche am Nachmittag und samstags ganztags 2 der 3 Umläufe und unter der Woche ab Vormittag einen der 3 Umläufe. Sonntags verkehren sie dort nicht. Auf der RB15 übernehmen sie ebenfalls meist etwa 2/3 der Leistungen, hier sogar auch am Sonntag. Die jeweils verbleibenden Umläufe werden von insgesamt 10 Lind-Triebwagen der Baureihe 648 übernommen, die etwa 131 Sitzplätze bieten. Im Gegensatz zu den VD2E erscheinen sie deutlich moderner und besitzen Tiefeinstiege, eine Klimaanlage sowie im Gegensatz zu den VD2E auch ein WC. Sie besitzen jedoch keine S-Bahn-ähnliche Ausstattung mehr, wodurch sich insbesondere die geringe Türanzahl im Berufsverkehr zum Teil als nachteilig erweist. Die beiden Strecken nach Königstein und Brandoberndorf sind sich zwar zum Teil ähnlich, aber auch durchaus verschieden. Die Königsteiner Strecke führt zum Großteil durch bebautes Stadtland im Rhein-Main-Gebiet
und nur auf den letzten Kilometern zwischen Kelkheim und Königstein mal durch längere Waldgebiete. Ab Frankfurt-Höchst steigt sie zum Taunus hin stetig an und überwindet auf der 16 Kilometer langen Strecke etwa 250 Höhenmeter, was einer Durchschnittssteigung von beachtlichen 15 Promille entspricht. Die Strecke der RB15 ist um ein Vielfaches länger und hat einen deutlich gemischteren Landschafts- und Steigungsverlauf. So verläuft die Strecke zunächst bis hinter Wehrheim stetig bergauf und vor allem durch dichte Waldgebiete. Anschließend geht es über freies Hochland bis Usingen und im Anschluss zunächst erneut bergauf und von dort an größtenteils abfallend weiter. Bis auf den Bereich um Gräfenwiesbach wird dabei auch im hinteren Verlauf größtenteils Wald durchfahren. Ab Dezember 2022 beginnt auf beiden Strecken dann ein neuer Verkehrsvertrag. Mit ihm sollen dann neue Wasserstofftriebwagen, sogenannte E-Lins, eingesetzt werden. Außerdem soll auf der Hochtaunusbahn eine Verlängerung der S5 bis Usingen erfolgen. Der ursprünglich angepeilte Fertigstellungstermin 2023 wurde jedoch erst vor kurzem auf unbestimmte Zeit verschoben und damit das Projekt de facto erst einmal auf Eis gelegt. Wie es bei diesem Projekt weitergehen wird, bleibt daher abzuwarten. Dennoch ist es mir ein Bedürfnis, den aktuellen Strecken- und Fahrzeugzustand einmal festzuhalten, weshalb es in den nächsten Wochen mehrere ausführlichere Dokumentationen über das Taunusbahnnetz geben wird. Ich hoffe, dass ich euch auch dann wieder begrüßen darf, sage vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis bald.